Hallo und herzlich willkommen zum heutigen YouTube-Video, heute mit dem Titel Jobwechsel in der Steuerberater-Prüfungsvorbereitung. Der Job hat bei ganz vielen Arbeitnehmern einen besonderen Stellenwert, allein schon in quantitativer Hinsicht. Das bedeutet, egal ob du einen Halbtagsjob haben solltest, Vollzeit arbeitest oder in der Steuerberatung natürlich auch nicht unüblich darüber hinaus pro Woche beschäftigt bist, füllt sich die Woche in zeitlicher Hinsicht, wie gesagt, durch den Job. Aber der Job hat natürlich auch noch weitere Facetten, die deinen Alltag maßgeblich mit beeinflussen. Sei es beispielsweise in finanzieller Hinsicht. Das bedeutet, dass das für die meisten Arbeitnehmer sicherlich die Haupteinkommensquelle sein wird, das, was man vom Job her bezieht, gehaltstechnisch, sodass sich der finanzielle Lebensstandard persönlich oder sogar von der gesamten Familie von diesem Job heraus ergibt. Aber eben auch solche Themen wie gestresst man ist durch den Job, das hat Auswirkungen auf den Alltag, oder eben auch das Thema der Erfüllung, wie viel Impact hat man mit seiner Tätigkeit, ist man da erfüllt, macht das Spaß, kann man was bewegen, wenn einen das reizt durch die Tätigkeit. Das heißt, du merkst schon, der Job hat ganz viele verschiedene Facetten. Die Prüfungsvorbereitung selbst ist ja nun mal so gestaltet, dass man das in der Regel sehr, sehr lange neben dem Job her betreiben muss. Das heißt, es gibt einmal die Prüfungsvorbereitung und den Job. Und das Ganze läuft dann bis zur finalen Freistellung, wenn du überhaupt eine hast, eben parallel, sodass auch da natürlich gewisse Wechselwirkungen bestehen. Und es ist jetzt nun mal so, dass wir in einem Arbeitsmarkt sind, und das möchte ich dir heute in dem Video auch bewusst machen, egal ob du jetzt vor der Prüfungsvorbereitung stehst, mittendrin, oder eben gerade durch bist mit der Prüfung und jetzt sozusagen generell auf das Thema blickst. Wir haben einen Arbeitsmarkt, wo extrem viel Nachfrage nach guten Arbeitskräften besteht. Das heißt, die Arbeitgeber stehen in einer besonderen Konkurrenzsituation, weil das Angebot eben sehr, sehr knapp ist. Das heißt, du hast große Chancen, einen Arbeitgeber dir auszusuchen, der deinen Bedürfnissen entspricht. Was bedeutet das? Gerade in der Prüfungsvorbereitung, um jetzt mal diesen Case sozusagen durchzuexerzieren, ist es so, dass du vielleicht gewisse Bedingungen an den Job stellst, die dir wichtig sind. Beispielsweise, dass du in der Lage bist, die Prüfungsvorbereitung überhaupt von den Prioritäten her parallel zum Job bewältigen kannst. Das heißt, gerade beispielsweise in Big Four Kanzleien ist es so, dass die Arbeitsbelastung bis zur Freistellung sehr, sehr hoch ist und die Prüfungsvorbereitung sehr häufig eben entsprechend darunter leidet, weil man diese Gewichtung nicht hinbekommt. Dann ist das Thema der finanziellen Unterstützung bei ganz vielen ein wichtiger Faktor. Gibt der Chef was zu dieser sehr, sehr kostspieligen Prüfungsvorbereitung dazu, beispielsweise, oder stellt er dich ein Stück weit frei von den Arbeitszeiten her? Ein ganz wichtiger Punkt ist aber auch der Aspekt der Tätigkeiten. Das heißt, hast du einen Job, in dem du dich weiterentwickeln kannst, auch während der Vorbereitung? Kriegst du beispielsweise Fälle, wo du gewisse Themen dir auch im Job neu erarbeiten kannst, wo du Praxisbezug herstellen kannst, oder musst du immer die gleichen für dich vielleicht öden Tätigkeiten machen, die dich überhaupt nicht voranbringen? Ganz viele Facetten. Ganz viele Faktoren, wo du selber für dich dir im Klaren sein musst, ist das gerade die Situation, die ich haben möchte, die mich für alle Bereiche bestmöglich voranbringt. Ich habe dir jetzt ein paar Aspekte aufgezählt. Der Impact des Jobs für die Prüfungsvorbereitung, für die Finanzen, für die, oder in zeitlicher Hinsicht, dass du da sozusagen vernünftig alles unter einen Hut bekommen kannst. Und die wenigsten trauen sich diesen Schritt in der Prüfungsvorbereitung zu. Natürlich sollte man jetzt nicht 3 Wochen vor dem Examen sich mit dem Jobwechsel beschäftigen, aber wenn du überlegst, dass du noch so viele Monate bis zu einer etwaigen Freistellung etc. arbeiten musst und gerade merkst, die Bedingungen, unter denen ich hier gerade arbeite, die ziehen mich runter, vielleicht in emotionaler Hinsicht, die fördern aber eben die Prüfungsvorbereitung gerade nicht, sondern beeinflussen die in dem Fall sogar negativ, dann musst du dir eben bewusst machen, dass du das nicht kategorisch ausschließen solltest, eben über einen solchen Jobwechsel nachzudenken. Die meisten trauen sich das einfach nicht zu. Die denken gar nicht so weit, dass man den Job in der Hinsicht wechseln könnte. Das Angebot an potenziellen Jobs ist aber in dieser, ich sag mal, aus Arbeitnehmersicht im goldenen Zeitalter, in dem wir uns gerade befinden, extrem groß. Und da wirst auch du, wenn du aktiv das Ganze angehst, die Möglichkeit haben, einen Arbeitgeber zu finden, der dich zeitlich unterstützt, finanziell
oder auch mental, moralisch. Das heißt, es gibt auch viele Situationen, wo man immer wieder feststellt, dass der Chef einem beispielsweise gar nicht zutraut, diesen Steuerberatertitel erfolgreich zu bestehen, das Examen erfolgreich zu absolvieren. Und da muss man sich eben auch die Frage stellen, möchte man in so einer Atmosphäre, in so einem Arbeitsklima überhaupt tätig sein, während man diese Prüfungsvorbereitung macht? Und da ist eben deine Aufgabe, dass du die Bedingungen für dich und deine Prüfungsvorbereitung so herstellst, dass du in der Lage bist, bestmöglich natürlich deinen Verpflichtungen im Job nachzukommen, aber gleichzeitig eben auch deine Prüfungsvorbereitung optimal gewährleisten kannst. Und wenn das nicht der Fall ist, dann musst du dich hinterfragen, musst du auch mal gedanklich diese Barrieren überwinden, diese Mauern überwinden und mal dahinter schauen, welche Möglichkeiten gibt es eigentlich. Und nur weil es jetzt mal am Anfang ein bisschen mehr Arbeit mit sich bringt, ein bisschen turbulenter wird, würde ich das nicht per se ausschließen, wenn diese Faktoren, die eben maßgeblich aktuell deine Situation bestimmen, so ausgerichtet sind, dass das eben insbesondere für die Prüfung, aber eben auch für deine persönliche Situation nachteilig ist. Und deswegen möchte ich dir heute mit diesem Video den Impuls mitgeben, das mal zu hinterfragen, egal in welcher Phase du dich befindest, wie gesagt, ob vor der Prüfungsvorbereitung, mittendrin oder eben gerade durch, weil du dieses Examen schon erfolgreich bestanden hast. Du musst weiter darüber hinaus, hinter den Horizont sozusagen, denken, um deine Situation zu verändern. Und gerade wenn das in solch einer großen Wechselwirkung zu deinem persönlichen Alltag, aber eben auch zu ganz vielen anderen Faktoren steht, die extrem wichtig auch sicherlich für dich persönlich sind. Und deswegen meine Empfehlung, dir da mal Gedanken zu machen, das mal zu analysieren, zu bewerten und dann vielleicht mal den Markt auch zu sondieren, ohne sich jetzt zu sagen, ich muss mich jetzt monatelang damit beschäftigen und kann mich gar nicht auf die Prüfungsvorbereitung konzentrieren. Aber es gibt immer Möglichkeiten, die Situation zum Guten zu verändern, wenn du nur dir die richtigen Fragen stellst. Und das war der Impuls für heute. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn du in deiner Prüfungsvorbereitung stehen solltest und Unterstützung brauchst im fachlichen Bereich, im strategischen Bereich, bei der Lernplanung, Organisation, Durchführung etc., dann bist du wie immer herzlich willkommen, dich mal bei uns auf ein kostenloses Erstgespräch zu bewerben. Den Link dazu findest du jetzt im Video bzw. unten drunter und dann freuen wir uns auch, dich bei deiner Prüfungsvorbereitung erfolgreich zu begleiten. Wir sehen uns hoffentlich auch im nächsten Video wieder. Bis dahin, dein Marlo.